So, da sind wir wieder mit einem neuen Video des Euro Truck Simulator 2. Wir sehen es oben schon, links oben eingeblendet. Wir haben eine Fracht, und zwar Bohrsäure, die wir von Rotterdam nach Narva bringen. Wir haben da jetzt ja, noch eine ordentliche Strecke vor uns. Ich habe schon mal ja, heute Mittag angefangen, bin schon mal ein bisschen vorgefahren. Genau, und ja, somit haben wir also schon mal ein paar. So, jetzt hatte ich mich gerade gewundert, warum ich mich hier doppelt gehört habe. Das Problem haben wir behoben, alles klar. Genau, also ich bin schon mal vorgefahren. Was da schon mal ganz praktisch ist, weil wir jetzt nicht mehr ja, so eine lange Strecke haben, wobei die schon noch ja, lang genug ist, das muss man auch sagen. Aber wir sind schon mal ein bisschen vorgefahren. Das übrigens ist nicht mein eigener LKW, sondern einer, den ich ja, für die Firma, für die ich fahre. Ich habe zwar auch einen eigenen, aber ich habe jetzt einfach mal einen Auftrag angenommen, wo ich nicht mit meinem eigenen LKW unterwegs bin. Ich muss hier ganz kurz noch was einstellen und dann geht es gleich auch schon los. Kann sich nur um Stunden handeln. So. Ja, so wie gesagt, wir haben jetzt noch ja, 1889 Kilometer vor uns. Das ist natürlich noch eine ganze Ecke. Aber ich denke, dass wir das hoffentlich auch unfallfrei vor allem schaffen. Das Wetter ist ein bisschen bescheiden. Daher also mal die Scheibenwischer an. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal wieder zurück auf die Strecke. Den lassen wir erstmal rein. Es sei denn, er lässt uns rein. So sieht's aus. So, für mich der größte Nachteil an diesem LKW. Das Ding hat einfach keine Power. Kaum Leistung. Aber auch das kriegen wir trotzdem hin. Ja. Ich spiele übrigens über das Lenkrad, das Logitech, inklusive natürlich auch Gas, Bremspedal, Kupplung, alles was dazu gehört. Ich finde, sowas braucht man einfach für einen Simulator, sowas kannst du nicht über Tastatur spielen. Oh, da haben wir einen schönen Unfall. Sehr schön. Ich habe des Weiteren drei Mods mit drin. Sind es drei oder vier, die ich drin habe? Gute Frage. Ich glaube, drei sind es. Einmal Real Sounds. Also verbesserter Sound. Hört man irgendwie schon am Regen, am Gewitter. Unter anderem aber auch, wenn man zum Beispiel über einen Bordstein fährt. Wenn man relativ schnell sogar rüberfährt oder etwas schneller rüberfährt, dann hört man sogar die Schlüssel klappern. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Das ist der, ja, der eine Mod.
Dann reale Tankstellennamen. Das wäre der zweite. Und dann ja, reale Fähren, sowohl auf dem Anhänger als halt auch die Fähren, die man hier anfahren kann. Sprich sowas wie IKEA, DHL und so weiter. Ah, man sieht schon, das Ding hat hier wirklich Probleme hochzukommen. Also die Leistung ist nicht so berauschend. Genau, diese Mods habe ich drin. Ich hatte auch mal einen Wintermod mit drin. Der allerdings, ja, war schön, war nett. Problem ist einfach nur, man fährt dann nur noch im Schnee und das fand ich dann doch so ein bisschen doof auf Dauer. Dann hatte ich einen anderen Wintermod gefunden, bei dem war es dann so, dass man das bestimmte Teile der Map mit Schnee bedeckt waren oder es auch geschneit hat. Allerdings war da das Problem, dass man keine richtigen Aufträge mehr angezeigt bekommen hat. Da waren irgendwie immer nur so drei, vier Schwerlasttransporte und das war es auch, aber alles andere nicht. Ja, und das war dann natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Naja. Ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Allein so diese paar Kleinigkeiten mit den originalen Tankstellen und originalen Firmen und Logos und was da halt zugehört, ist schon sehr geil. An dieser Stelle schönen Dank an die Jungs, die sich der Sache angenommen haben und die Mods entworfen haben. Vielen, vielen Dank. Ach, dann habe ich noch einen Mod drin, fällt mir gerade ein, und zwar Inventargeschichten für den Truck, für das Innenleben praktisch. Kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil das wie gesagt nicht mein Truck ist, sondern der Truck einer Firma, für die ich jetzt fahre. Da sind diverse Sachen wie, keine Ahnung, diverse kreierte Kaffeebecher, es gibt Handys, es gibt einen Laptop, den man auf den Beifahrersitz packen kann. Das war eng. Der auch eingeschaltet ist, der da praktisch mit dem Bordcomputer verbunden ist. Auch sehr geil. Und halt viele, viele andere Dinge noch. Also schon genial gemacht. So, jetzt haben wir noch 1800 Kilometer vor uns. Sehr schön. Ich muss auch sagen, mir gefällt dieser Simulator auch grafisch wirklich gut. Man hat sich da schon wirklich Mühe gegeben. Jetzt sehen wir das mal mit den originalen Tankstellen. Okay, die kenne ich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Avia. Weiß nicht, ob ihr die Tankstelle kennt. Ich habe sie in Deutschland noch nicht gesehen. Also ich persönlich, ich komme aus Hamburg. Also in Hamburg gibt es die definitiv nicht. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Naja, dann zahlen wir auch mal ein bisschen Strafe. Was soll's. Kommt vor. Da ist auch schon der Freund und Helfer. Mahlzeit. Der hat uns also erwischt beim zu schnell fahren. Kreuz Hannover Süd. Also wir haben eine ganze Ecke noch vor uns. Wir müssen natürlich aufs Tanken achten und vor allem auch aufs Schlafen und Ausruhen. Das sehe ich nämlich gerade auch unten rechts, dass wir uns am besten jetzt mal demnächst auf dem Rastplatz irgendwie begeben sollten, sofern denn hier gleich mal einer kommt, um zu schlafen. Moin, Kollege. Ja, das Gerät hier, das Fahrzeug hat leider kein Navi. Normalerweise habe ich die Anzeige unten rechts, den Route Advisor habe ich normalerweise aus. Allerdings hat das Teil hier jetzt kein Navi und wie gesagt, da das nicht mein Truck ist, sondern einer für die Firma, für die ich fahre, habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, hier ein Navi nachzurüsten. Das kann ich da nicht machen. In meinen Trucks selber habe ich halt entweder ein festes Navi eingebaut, was da unten rechts praktisch rechts vom Lenkrad sitzt. Sofern es bei dem Truck halt möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann haue ich mir halt
Ja, ein mobiles Ding an die Windschutzscheibe. So, hier wird es ein bisschen voll, warum auch immer. Wir fahren einfach mal nach links rüber. Wir wollen ja hier nicht irgendwie im Stau stehen. Zumindest versuchen, nicht im Stau zu stehen. Aber wir brauchen halt mittlerweile ganz dringend einen Rastplatz. Ich blätter mal kurz durch. Hier sehen wir es also nochmal. Zielort ist Narva. Renal Logistik. In Estland ist das, wenn ich jetzt richtig liege, ich glaube sogar an der Grenze zu Russland. Unser Zielort. Freitag 7.20 Uhr in etwa. Spätestens müssten wir da sein. Sollten wir schaffen. Bohrsäure, 16 Tonnen, ja. Keine Schäden. Weder die Zugmaschine, noch der Hänger, noch die Ladung. Nachrichten haben wir auch keine. Okay, der Regen lässt auch ein bisschen nach. Dann können wir auch den Wischer mal ein bisschen kleiner stellen, hätte ich beinahe gesagt. Okay. Wie gesagt, wir brauchen dringend einen Rastplatz. Und da sehe ich auch schon, dass da ein Rasthof gleich kommt. Heißt für uns, wir müssen nach rechts wieder rüber. Tanken brauchen wir nicht. Tanken war ich vorhin erst. Jawohl, jetzt fängt er an zu gähnen. Unser Fahrer. Also, wir eigentlich. So. Okay. Wie gesagt, tanken brauchen wir nicht. Ah, jetzt bin ich ein bisschen doof gefahren. Wir hätten da links auf die Parkplätze fahren können. Jetzt ist die Frage, kann ich hier über die Wiese fahren? Müsste eigentlich funktionieren. Das tun wir jetzt einfach mal. Ja, freut sich der Truck. Komm, gib Gas. Jetzt hängen wir fest. Rückwärts scheint es auch nicht mehr zu gehen. Das ist natürlich jetzt Differentialsperre mal versuchen. Das sieht gut aus. Komm. Komm, Junge. Super. Okay. Das war eine richtig bescheidene Aktion, die wir hier jetzt versucht haben. Ich versuche mal den Hänger abzukuppeln. Okay, also ohne Hänger kommen wir. Ja nicht, wie wir jetzt den Hänger hier rauskriegen sollten. Vielleicht ein bisschen. Okay, probieren wir es nochmal. Komm hier nicht raus. Komm, Kollege. Komm. Ja, jawohl. Nix wie raus hier. Okay. Dann ziehen wir hier auch einfach nochmal rüber, übers Gelände. Uiuiuiui. Alles klar. Das haben wir geschafft. Licht aus, Motor aus und die Ruhepause. Sehr gut. Okay. Ja,
Der Hänger hat 1% Schaden genommen, das ist nicht so schlimm und gravierend. Okay. Nichts wie weg. Auf die A2 Richtung Magdeburg. Vorne gibt es schon wieder eine Baustelle. Ja, komm, gib Gas. Warum auch nicht? Du siehst doch, dass ich blinke. Junge, Junge, Junge. So sieht der Alltag auf den deutschen Autobahnen aus. Ui, das war ein Schwerlasttransport. Das haben wir gerade gesehen. Dem ist mal die Ladung vom Hänger gefallen. Auch nicht schlecht. Moin. Dieses Scheißwetter hier. So richtig Hamburger Wetter, muss man schon sagen. Weil man sagen muss, dass es heute Morgen hier bei uns in Hamburg geschneit hat. Allerdings ist der Schnee auch schon wieder weg, weil es danach geregnet hat. Was auch sehr schön ist, jetzt durch diesen Soundmod hat man halt jetzt die Geräusche, wenn Fahrzeuge an einem vorbei zischen. Die hatte man vorher nicht, bin ich jetzt zumindest zu 99% der Meinung. Oder ich habe sie einfach nie wahrgenommen. Kann natürlich auch sein. Noch 1600 Kilometer, eieiei. Also als ich angefangen bin mit dieser Route, zu fahren, waren wir glaube ich bei 2300 Kilometer. Deshalb, wie gesagt, ich bin heute Mittag extra schon mal so ein bisschen vorgefahren. Ich mir gedacht habe, jetzt irgendwie 2400 Kilometer waren es irgendwie, hatte ich dann doch nicht so Lust, die komplett am Stück durchzufahren. Manchmal braucht man dann doch so ein bisschen Pause auch mal. Nicht nur im wirklichen Leben, nein. Auch hier. So, ich habe vorhin nochmal so ein paar Einstellungen vorgenommen, weil ich hatte leider bei dem letzten Video, was ich hochgeladen hatte, leider die Verhältnisse des Ingame-Sounds und des Mikros. Irgendwas habe ich da ja durcheinander gebracht. Die Einstellung war nicht so ganz korrekt, wie sie hätten sein sollen. Und man hat mich eigentlich zu ja, 98 oder sogar 99% im Video nicht hören können. Allerdings sollte das hier jetzt und heute anders sein. Sollte, glaube ich, alles in Ordnung sein. Auch die Qualität der Aufnahme sollte eigentlich wieder in Ordnung sein. Sofern vom Ton her. Ich habe mir extra ein neues Mikro besorgt. Und ja, auch von der Bildqualität her. Das eine Video war, glaube ich, nur mit der 360er Auflösung. Also nicht so prickelnd. Jetzt sollte alles wieder bei 4K UHD, wie man ja so schön sagt, sein. Mich würde weiterhin interessieren von euch, gerade die, die den Euro Truck Simulator natürlich zocken,
Was sind so eure Lieblingsländer, in denen ihr rumfahrt? Länder, Städte, von mir aus auch Strecken. Fahrt ihr gern Autobahn? Fahrt ihr gern oder lieber über Landstraßen? Was gefällt euch besonders gut? Was gefällt euch gar nicht? Einfach mal so ein paar Meinungen und Dinge zu dem Simulator. Jetzt hätten wir hier fast eine Ausfahrt genommen, die wir gar nicht benötigen. Ja, wir sehen, es hat auch schon wieder toll angefangen zu regnen. Ja, wie gesagt, zu der Frage zum ETS 2. Gerne haut mir da was in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Weil ich natürlich auch dazu sagen möchte, ich bin hier kein YouTuber in dem Sinne. Ich werde immer mal wieder Livestreams oder auch Videos hochladen. Ob das nun von der PS4 ist, ob das vom PC ist, ob das von mir aus auch irgendwelche Videos sind, die ich irgendwo gedreht, selber drehe oder aufnehme oder wie auch immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, meine Güte, ich brauche hier irgendwie Hunderttausende oder Millionen von Abonnenten und ich will hier Geld verdienen. Nein, ich mache das hier alles zum Spaß. Ich habe noch einen Job, der mich, aber wenn du nicht fahren willst, fahre ich. Uiuiui, das war trotzdem eng. Ein Job, der mich komplett in Anspruch nimmt und daher, wie gesagt, ist das hier alles zum Spaß. Ich will hier keine Millionen oder allgemein Euros schaufeln mit dem Kanal. Da kann ich auch den ganzen jungen Leuten sagen, Leute, lasst es sein. Leute, die wirklich Geld verdienen mit YouTube. Die haben da Jahre, teilweise Jahre für gebraucht, haben da natürlich auch viel Glück bei gehabt. Das gehört auch dazu, dass man da wirklich einfach Glück hat, vielleicht auch die richtigen Leute kennt. Macht eine Ausbildung, macht einen anständigen Job, aber denkt nicht, dass ihr hier irgendwie innerhalb von ein paar Jahren und da macht ihr hier die Tausende von Euros im Monat, Hunderttausende im Jahr, wie auch immer. Vergesst das bitte ganz schnell. Sucht euch einen anständigen Job. Macht eine Ausbildung. So viel dazu. So, 1520 Kilometer noch. Des Weiteren würde mich auch mal interessieren, wie zockt ihr den ETS 2? Spielt ihr über Maus, Tastatur, spielt ihr über Lenkrad und Pedalen, spielt ihr, keine Ahnung, wie spielt ihr das? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja das Logitech, was ist das, G29, glaube ich, bin ich der Meinung, habe ich mir ja geholt. Kostete ja normalerweise, ui, wir müssen hier raus, oh, die Bremsen sind gut, kostet ja normalerweise 400 Euro, war denn jetzt aber vor 4 Wochen, glaube ich, war es oder so. Oder glaube ich sogar noch ein bisschen länger her. Ne, es war im Dezember, glaube ich, irgendwann. War das Logitech, also Lenkrad und Pedalen, im Angebot für 50%, also für 199 Euro. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt greifst du mal zu. Für 400 war es mir doch ein bisschen zu teuer. Und ich muss sagen, ich bin begeistert davon. Sowohl von dem Force Feedback. Geschichte, also die Vibration des Lenkrads, als auch allgemein von der Steuerung her, von den Pedalen her, von der Qualität her, von der Verarbeitung her. Was halt sehr geil bei dem Lenkrad ist, man hat halt wirklich diverse Knöpfe, dass man wirklich die Möglichkeit auch hat, vieles über das Lenkrad zu machen, so wie ich das halt hier bei dem Simulator auch mache. Ob das das Blinker setzen ist, ob das Licht einschalten, Motor einschalten, all das. Oder auch das Umgucken, dass man sagt, okay, hier übers Lenkrad, ich gucke jetzt mal nach links, ich gucke nach rechts, ich zentriere den Blick. Okay,
okay, jetzt wollen wir noch geradeaus weiterfahren. Den Tempomat ein- und ausschalten, Tempomat erhöhen, verringern und all solche Geschichten. Rundum Leuchte und was da alles zugehört. Also ich habe, glaube ich, so ziemlich alle der Knöpfe, die das Lenkrad zu bieten hat, ja, die habe ich, glaube ich, alle jetzt komplett belegt. Ja, der Scheibenwischer ist auch noch dabei. Diesen Root Ad Eraser ein- ausschalten. Alles übers Lenkrad belegt, Warnblinkanlage. Also eigentlich so die wichtigsten Dinge eigentlich. Ja, wir hören und sehen es auch. Es donnert und blitzt hier ordentlich. Kilometer, waren wir nicht vorhin bei 1200 irgendwas? Kann das sein, dass ich, oder täusche ich mich jetzt? Waren wir nicht schon bei 1200 oder täusche ich mich da gerade total? Also wenn wir schon bei 1200 waren, dann bin ich irgendwie falsch gefahren. Aber es kann auch sein, dass ich mich gerade komplett täusche. Naja. Okay, vom Gas ein bisschen runter. Und der Regen prasselt schön auf die Windschutzscheibe ein hier. Jawohl, da hat es mal richtig gescheppert. Also ich muss dazu sagen, ich sitze hier mit Headset gerade. Und das scheppert dann doch schon ganz schön. Das Gewitter hier, wenn das hier über die Ohrhörer kommt. Das ist schon katastrophal teilweise. Oh, 40 Stundenkilometer runter, jawohl. Nicht, dass wir hier jetzt noch ein Ticket wieder bekommen. An einigen Mautstellen kann man übrigens auch direkt durchfahren. Gibt es in Wirklichkeit ja auch. Da kauft man sich dann praktisch vorher eine Vignette, die dann von diesen Mautstellen gescannt wird, während man drauf zufährt. So, öffne. Ich habe doch alles gemacht. Was willst du? Öffne die Schranke. Und da scheppert es erneut. Junge, Junge, Junge. Da haben wir uns ja ein super Wetter ausgesucht. Gut, ich konnte es mir nicht aussuchen, aber das ist schon Wahnsinn. Und wenn man so ein bisschen nach vorne guckt, dann wird es da auch nicht wirklich heller. Also die schwarzen Wolken sind da schon noch über uns. Ja, und dann bei dem Wetter natürlich schön Heißluftballon fliegen, warum nicht? Da kommt Freude auf, würde ich mal sagen. Und ja, ich weiß, ich fahre 5 Stundenkilometer zu schnell. Liegt allerdings auch daran, dass wenn man 5 Stundenkilometer schneller fährt als erlaubt, nichts passiert. Also man wird nicht geblitzt und man kriegt auch kein Ticket oder ähnliches. Ah, das ist ja schon wieder unser Freund und Helfer hier. Polizei ohne Ende unterwegs heute. Mahlzeit. So, tanken brauchen wir noch immer nicht. Schlafen brauchen wir auch nicht nochmal. Ich glaube sogar, wenn ich mich nicht komplett täusche, dass wir nachher, glaube ich, sogar noch mit der Fähre unterwegs sind. Ich guck mal
kurz oder sind wir doch komplett übers Festland unterwegs? Das wollen wir uns mal kurz angucken. So. Ich glaube, Warschau. Nein, wir fahren tatsächlich. Quatsch. Da hinten fahren wir ja gar nicht lang. Wir fahren ja die Route. Tatsächlich, wir fahren vorbei. Also wir fahren nicht mit der Fähre. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir wollen mit der Fähre als Beispiel irgendwo lang. Dass man gesagt hätte, wir fahren hier nach Danzig zum Beispiel. Und von da aus dann mit der Fähre hier hoch nach Tallinn. Ja, nee, wollen wir aber nicht. Wir fahren mit dem Truck weiter. Wie gesagt, hier oben ist unser Ziel, Narva. Ja, dann wollen wir da mal hin. Und hoffen, dass alles weiterhin gut geht. Und vor allem, dass das Wetter endlich mal ein bisschen besser wenigstens wird. Also das Gewitter, so wie ich das über die Kopfhörer höre, scheint sich aber schon hinter mir zu befinden. So, hier sehen wir zum Beispiel gerade eine Shell-Tankstelle. Das ist das, was ich sagte mit den originalen. Junge, Junge, ich erschrecke mich doch immer wieder, wenn es knallt. Ich sollte vielleicht die Kopfhörer mal ein bisschen leiser drehen. Ja, das ist das, was ich sagte mit dem Mod, mit den Original-Tankstellen. Ich finde es einfach ein bisschen. Ist einfach noch geiler, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind. Originale Tankstellen, originale Fähren. Auch auf den LKWs, ob das dann, was weiß ich, IKEA ist, ob das DHL ist und was es da nicht alles bei ist. Ist schon sehr geil. Also, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an den Modder, also den Menschen, der den Kreditrahmen wurde bezahlt. Gezahlt, ja. Also an die Leute, die die Mods immer wieder mit Liebe und viel Geduld herstellen. So, wir sehen auch schon, es hört auf zu regnen. Das freut uns. JZB, was auch immer das für eine Firma ist. Auch sehr geil zu sehen, so diese letzten Tropfen auf der Windschutzscheibe, wie die da so langsam über die Scheibe gleiten. Auch sehr geil gemacht. So, gibt es hier nicht irgendwo eine Stelle, wo wir direkt durchfahren können? Ganz außen rechts? Nee, die ist geschlossen. Da sehen wir das rote X oben. Fahren wir hier durch. Jawohl. Hinter dem DAXA-LKW hinterher. 52 Euro Maut durch den Arbeitgeber gezahlt, richtig, weil ich ja, wie gesagt, für eine Firma fahre und nicht für meine eigene. So, strecken wir mal den Kopf aus dem Fenster und sehen alles frei. Sehr gut. Lodge. Sagen, ist auch sehr, sehr optimal, dass man hier halt, wie halt in Wirklichkeit, auch ein Tempomat hat. Denn ohne Tempomat, sage ich ganz ehrlich, irgendwann wird mir hier, würde ich hier wahrscheinlich 20 Krämpfe hintereinander bekommen, wenn man die ganze Zeit das Gaspedal durchdrücken müsste. Mein Auto privat hat Gott sei Dank auch ein Tempomat. Wobei ich allerdings auch sagen muss, dass ich den relativ wenig nutze, da die Autobahnen ja sowieso zum Teil überwiegend mit ja, Baustellen gepflastert sind. So. Mal gucken hier. Rechts sieht es gut aus. Links sieht es auch sehr gut aus.
erster Aufenthalt in Posen. Ja, es kann sein. Also es gibt Länder und Städte, in denen ich schon war, wo jetzt allerdings der erste Aufenthalt wieder im Prinzip für mich ist, weil ich schon mal einen Spielstand hatte, aber neu angefangen habe, aus verschiedenen Gründen. Eigentlich der Hauptgrund war, weil ich einfach dumm war. Und ja, Servus, Maulwurf oder Moin, wie man hier in Hamburg sagt. So. Alter, die rasen hier vorbei. Okay, noch 1300 Kilometer. Ja, was ich vorhin zum Spielstand sagen wollte, ich war leider so blöde und habe meinen anderen Spielstand gelöscht. Das ist nicht allzu schlimm, ich war noch nicht so weit. Aber ich habe leider versehentlich den Spielstand bzw. das Profil gelöscht gehabt. Daher muss ich nochmal neu anfangen. Aber ist nicht so dramatisch. Eigentlich im Gegenteil, ne? Man hat im ersten Spiel schon so ein paar, ich sag mal, Fehler begangen, die man dann jetzt vielleicht nicht mehr so macht. Das war eigentlich so ein relativ gutes Training. So, da sind wir auch schon. DHL, yo, ihr seid sowieso immer zu spät. Mich eigentlich die größte Katastrophe, was Lieferservice angeht. DHL. Naja. Bin ja schon ganz froh, dass es so Online-Händler gibt, die DHL mittlerweile als Versandpartner meiden. Hier eine schön kurvige Strecke. Ja, wie gesagt, also ich habe mit DHL wirklich nur schlechte Erfahrungen zu 90%. Das ist echt der Wahnsinn. Also nicht nur ich. Das man braucht ja nur mal so bei zum Beispiel Facebook auf die DHL-Seite gehen. Das ist echt Wahnsinn, was man da Tag für Tag liest.
schöner gelber Audi. Mahlzeit. Maulwurf, es geht nach Narva in, was war das? Estland, glaube ich. Irgendwo, genau, irgendwo da oben. War das Estland? Nein, nicht Estland. Irgendwo an der Grenze von Russland da oben. Lettland ist das, glaube ich. Maulwurf, spielst du selber auch den Simulator oder ist das, oder guckst du dir da nur Videos zu an? Oder einfach nur Langeweile und einfach mal ein bisschen bei YouTube geguckt, was da gerade so los ist? So, knappe 1300 Kilometer noch. Mal Zeit. Oh, ist auf jeden Fall eine schön ruhige Ecke hier. Ein paar Bauernhöfe. Allerdings will ich auch hier keine Panne haben. Ich glaube, bis hier ein Abschleppdienst kommt, da ist alles vorbei. Frage ist, ich sehe gerade, hier kommt ein Parkplatz. Ob wir hier schon mal eine Pause machen oder. Ne, ich glaube, ich warte auf den nächsten. Ich hoffe, das ist kein Fehler, aber wir werden einfach mal ein bisschen warten. Aber schöne Gegend hier. Sehr schön. Ja gut, bis auf die Baustelle, aber... Fußgänger haben wir auch hier. Ja, fahr du einfach mal, du Idiot.
Okay, hier kommt die nächste Parkmöglichkeit. Dann können wir jetzt unsere Pause machen. Unsere vorgeschriebene. Naja, ist kein richtiger Rasthof, aber... Hier kann man auch eine gute Pause machen. Haben wir ein paar Kühe in der Nähe. Und was ja, nee, Kühe sind das nicht, sind Pferde. Aber okay. Gut. So, mittlerweile ist es auch dunkel dann. Ja, dann wollen wir mal weiter. Ah, okay, Maulwurf. Du brauchst mich nicht sitzen, du kannst du sagen. Alles gut. Okay, spielst du schon lange den Simulator oder bist du da Neuling drinne? Also ich zock den, muss ich zugeben, noch nicht so lange. Ich bin, auch das muss ich zugeben, ich bin eigentlich eher so der PS4-Zocker. Zocke aber auch ganz gerne am PC. Ich habe ja, mir damals einen neuen kaufen müssen, was heißt damals vor gut einem halben Jahr. Und ich bin halt so ein Mensch, ich sag mir dann immer, ich hole mir dann gleich was Anständiges, nicht nur was gerade ausreicht, sondern gleich was Anständiges, was dann vielleicht auch für ein paar Jahre irgendwie ja, auf dem neuesten Stand bleibt. Hab mir dann dementsprechend wirklich einen sehr guten und recht teuren Gaming-PC zugelegt, meinen zweiten in diesem Leben. Nutze ihn eigentlich überwiegend ja, für Bürogeschichten, für Büroarbeit, sag ich mal, und fürs Internet surfen, aber bin dann irgendwann über YouTube ja auch zu dem Game hier gekommen, weil ich gesehen, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Kollege heißt, der da regelmäßig Videos streamt oder hochlädt, der spielt halt eigentlich nur Simulatoren. Und er hat dann unter anderem Bus-Simulator gezockt und diesen Euro-Truck. Und dann war ich halt so, dass ich gesagt habe, okay, legst du dir auch zu. Ist ja auch nicht so teuer. Ich habe für das Game selber 5,99 €, glaube ich, was bezahlt im Angebot. Ist natürlich nichts. 5,99 €. Ja gut, und dann habe ich mir halt die DLC-Packs geholt. Sprich die ganzen Länder, die man sich halt kaufen konnte noch. Ja, und jetzt seit... gestern und auch heute habe ich da mal so ein bisschen im Steam Workshop geguckt und habe mir da ein paar Mods runtergeladen, die ich eigentlich sehr genial finde. Aber ich zocke den Simulator jetzt auch erst seit ich glaube Ende November habe ich glaube ich damit mal angefangen, den zu zocken. Macht mir aber tierisch Spaß, also ich finde das ist schon mega geil. Für viele ist es natürlich sehr eintönig, die sagen, okay, fährst du irgendwie 90% über die Autobahn. Was findet man daran so geil? Aber ich persönlich finde das einfach mal gerade so zur Entspannung oder so, finde ich das echt ganz genial. Kann so ein bisschen abschalten von dem restlichen ja, Stress, den man so sonst hat. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass natürlich der PC oder gerade auch so Games auf dem PC natürlich Vorteile haben im Gegensatz zur Konsole, andersrum natürlich aber genauso. Geht natürlich teilweise schon da los, dass man sagt, okay, für den PC gibt es Spiele, die es für die, als ich sag jetzt mal, PlayStation nicht gibt und andersrum genauso. Und dann geht es natürlich auch beim preislichen. So ein PC-Spiel ist natürlich in der Regel schon um einiges billiger als ein Konsolenspiel.
Dafür hat man natürlich bei der Konsole den Vorteil, man muss niemals darauf achten, reicht die Grafikkarte, reicht der Arbeitsspeicher, reicht dies, reicht das. Das ist dort natürlich der Vorteil. Gut, wenn man aber natürlich dann andererseits wieder einen richtigen PC hat, ich sag mal so ein High-End-Gaming-PC, wie es bei mir Gott sei Dank jetzt der Fall ist, dann hat man auch die nächsten gefühlt, keine Ahnung, 10, 20 Jahre, 20 Jahre wahrscheinlich nicht, aber genügend Jahre Zeit, um mit der Kiste, ja, ohne irgendwelchen Stress, ohne jedes Mal gucken zu müssen, reichen die Anforderungen für bestimmt, was hupst du da hinter mir, du Idiot? Reichen die Anforderungen für bestimmte Spiele oder so, und das muss man dann halt nicht gucken. Und das ist halt für mich ausschlaggebend, dass ich sage, ich hole mir lieber ein teures Gerät, anstatt hinterher zu sagen, scheiße, warum hast du nicht doch irgendwie 200, 300 Euro mehr ausgegeben? Schön warten, Kollege. Ansonsten, Maulwurf, was zockst du sonst so auf dem PC? Bist du so der reine Simulator Freak, sage ich jetzt mal, oder zockst du alles Mögliche? Hast du auch Konsole oder der reine PC-Zocker? Ja, genau, Maulwurf, so geht's mir auch. Einfach, dass man so ein bisschen runterkommt, ne? Genau. Brauche ich auch. Vor allem auch so Spiele, wo man sich nicht irgendwie noch denn großartig irgendwie mit aufregen kann oder so, ne? Das ist, also ich zocke ja auch zum Beispiel so gerade auf der Konsole dann auch, ja, alles Mögliche eigentlich, von Fußball bis Autorennen bis Action-Shooter und keine Ahnung was. Wenn ich irgendwie sowieso schon gestresst bin, auch von der Arbeit oder wie auch immer, oder auch aus privaten Dingen oder, ne, dann brauche ich nicht irgendwie noch, dass ich mir da irgendwie als Beispiel FIFA irgendwie antue und mich dann irgendwie noch mehr aufregt, weil da irgendwas nicht hinhaut, so wie ich das möchte oder wie auch immer. Dann zeige ich doch lieber zum beruhigenden Simulator und dann hat man halt so ein bisschen seine Entspannung. Ah, okay, Konsole zockst du also auch. Gamma Duffy, guten Abend. Okay, auf was zockst du? Auch PS4, PS4 Pro, PS3? Xbox. LS habe ich auch mal gezockt, auf der Konsole allerdings, also auf der PS4, auf der, oder um genau zu sein, PS4 Pro. Aber das ist mir dann wieder so ein Game, was mir zu zeitaufwendig ist. Dafür habe ich einfach auch zu wenig Zeit, um solche Dinger dann zu zocken.
weil da muss man ja schon so ein bisschen am Ball auch bleiben, dass man da wirklich vorankommt, ne? Und hier ist es halt so, selbst wenn ich zeittechnisch irgendwie ja nicht so viel habe, dann kann man wenigstens, wenn man irgendwie am Tag mal eine Tour macht, irgendwie muss ja auch nicht immer so wie jetzt so eine 2500 Kilometer Tour sein, kann ja auch mal was kürzeres sein, 300 Kilometer, 400 Kilometer, keine Ahnung, einfach mal so eine kleine Tour, Hauptsache man hat irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen was erledigt, dass man ein paar EP bekommt und vielleicht ein bisschen Euro. Oh, okay, Krankenpflege, ja. Ja, das glaube ich dir. Aber Respekt, ehrlich, Respekt. Pflegen von gerade auch älteren Menschen finde ich, ja, finde ich nicht einfach. Das ist, glaube ich, nicht für jeden Menschen gemacht. Aber das sind so Menschen, die wir definitiv brauchen, dass man sich halt um ältere Menschen kümmert. Wir werden alle irgendwann mal älter und wünschen uns, glaube ich, wenn wir dann auf Pflege angewiesen sind und vielleicht keine Familie haben, die einen irgendwie da noch unterstützt oder pflegt, dass man dann wirklich einen anständigen Pfleger oder auch Pflegedienst hat. Also wirklich Respekt. Hast du sehr guten Beruf gewählt. Xbox und PlayStation, okay. Ja, also wie gesagt, ich zocke auf dem PC und halt PS4 Pro, allerdings ja, zwei Stück sogar, weil ich habe eine habe ich im Wohnzimmer stehen und am großen UHD-Fernseher und eine habe ich dann noch praktisch hier in meinem, ja, ich sage jetzt mal Hobby und Arbeitszimmer stehen, neben dem PC. Die ist dann mit am Gaming-Monitor mit angeschlossen. Auch im 4K. Ach, Kollege, was ist denn mit dir hier los, ey? Sag mal. So, die Sonne geht langsam auf. Mahlzeit. So, wir haben die Tausender-Marke geknackt. Wir sind jetzt unter 1000. Ich überlege gerade mal. Ja, tanken brauchen wir eigentlich noch nicht. Schlafen brauchen wir auch nicht. Ja, 20 Stundenkilometer kann ich ja zu Fuß gehen hier. Was ist das denn? Okay. Die überprüfen also jetzt unsere Papiere. Könnt ihr gerne machen. Prüfe ihre Papiere, bitte warten. Ach, Mahlzeit, Kollege. Alles in Ordnung, gute Fahrt, okay. Meister, ich muss weiter. Wir sehen uns. Mach's gut. Ich bin zu schnell. Uiuiui, zu schnell. Haben wir mal Glück gehabt. Ja, das glaube ich dir, dass der... Ui, da war ein bisschen zu schnell, scheiße. Ja, das glaube ich dir, dass das sehr, sehr fordernd ist, dieser Job. Wie er schon sagte, das ist mit Sicherheit nicht für jeden Mann gemacht. Also, ich könnte es nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich habe wirklich allerhöchsten Respekt vor den Menschen, die diesen Job ausüben. Und wie gesagt, irgendwann wird der Tag kommen, da, ja,
Da werden auch wir die Pflege benötigen. Und dann kann man nur hoffen, dass man da wirklich motivierte Pfleger bekommt. Ich kenne das leider aus Bekanntenkreisen, dass ja, dass es dort in der Familie Menschen gab, die Pflege gebraucht haben, aber die ja, die Firma oder die Mitarbeiter, die zur Pflege dort, zur häuslichen Pflege allerdings vorbeigekommen sind, wenn sie da mal gekommen sind, wirklich überhaupt kein Interesse hatten. Und sowas ist natürlich sehr schade und das macht dann irgendwo auch, ja, doch auch ein Stück aus traurig, aber natürlich auch sauer und wütend. Also wie gesagt, höchsten Respekt. So. Dann wollen wir mal Rossmark. Hast du denn, um nochmal auf den Simulator zurückzukommen, hast du denn auch irgendwelche Mods mit installiert oder? Was meinst du, ob ich was habe? Rotlicht? Rotes Licht? Klär mich kurz auf, bitte. Was meinst du? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Onboard bin ich, aber ich weiß nicht, was du meinst jetzt. Hallo, warum wird bei mir nicht grün? Was ist denn das hier für eine Ampel? Och Meister, was ist denn das? Komm. So, Rundumleuchte meinst du? nee, die hat. Warte mal, ich glaube, der hat keine hier. Nee, der LKW hat keine. Ist aber auch nicht, ist auch nicht mein LKW. Ich habe hier einen Auftrag angenommen von, ja, von der Spedition. Das ist nicht mein LKW, mit dem ich hier fahre, von meiner Firma sozusagen, sondern wie gesagt, ein angenommener Auftrag, so rum. Der gefällt mir auch nicht wirklich, der LKW. Meinen finde ich doch da um einiges schöner, den ich habe. Wobei das auch noch nicht der Wunsch-LKW ist, den ich persönlich fahre gerade. Also nicht der jetzt, sondern den ich in meinem Fuhrpark habe. Ich hatte da, ich weiß nicht, ob du das vorhin mitbekommen hattest, ich hatte. Ich hatte ja schon einen anderen Spielstand, wo ich allerdings, da hatte ich einen echt geilen LKW, der mir richtig gut gefallen hat. Auch innen mit digitalen Anzeigen, also Geschwindigkeit und so, alles digital. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für einer war, da muss ich auch nochmal in Ruhe dann gucken. Aber ich, Depp, habe dann versehentlich das Profil irgendwie gelöscht. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, was mich da geritten hat. Und da muss ich halt nochmal neu anfangen. Offboard natürlich, genau, ja. Onboard wäre ja auch ein bisschen komisch bei der Rundumleuchte. Wobei im Dunkeln, ne, wenn man da natürlich drinnen sitzt, dann sieht
sieht man es ja perfekt. Genau, hast du auch irgendwelche Mods mit installiert oder spielst du dein Spiel einfach normal Standard, sag ich mal, ohne irgendwelche Mods? Und DLCs, hast du DLCs auch installiert oder? So, gib Gas, du Scheißkarre. So, dann fahren wir mal dem DSV-Laster hinterher. Ja, das war ein bisschen knapp, aber alles gut. Okay, die ist hier alle drin. Junge, Junge, Alter, wo bin ich denn hier gelandet, ey? Ein Kreisel, ja, da brauchen wir natürlich nicht blinken. Und Mods, hast du Mods installiert oder keine, gar keine Mods? So, muss auch gleich schon wieder irgendwo eine Pause einlegen. Das ist die Frage, mache ich das jetzt hier? Wir haben noch fast 4 Stunden bis zur vorgeschriebenen Pause. Ne, dann fahren wir noch mal weiter. Dann nehmen wir den nächsten Rastplatz. Das müsste, glaube ich, reichen, wenn der nächste nicht irgendwo erst in 500 Kilometern kommt. Ist die Karre beschleunigt. Katastrophe, dieser LKW. So, bergab, wunderbar.
So, da kommt eine Tankstelle und da müsste dann, glaube ich, auch die Möglichkeit sein, die Pause einzulegen. Was ist mit dir denn, Kollege? Du fahr doch. Joa, fahr mal an die Tankstelle, genau. Ich folge dir. Aber die Parkplätze sind ja auch sehr bescheiden hier, ne? Oh, das ist ja mal ein Schnäppchen hier. 57 Cent der Liter Diesel, das ist ja nix. Das ist ja nix. Da hauen wir die Karre natürlich voll. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir am besten auf diesen Parkplatz? Okay. So sollte das, glaube ich, passen. Nicht. Das ist schlecht. Glaubt, das wird hier nix. Nun komm schon. Ja, kann Stein, ich weiß. Das wird nix. Okay, dann müssen wir. Doch, jetzt sagt das. Ah, jetzt sagt das. Zurück. Komm schon, wo war's? Hier. Perfekt. Vorgeschriebene Pause. Alles gut. Okay, ja, das mit eine Mod mit dem Schnee hatte ich auch. Allerdings hatte ich das Problem bei der Schneegeschichte, dass die komplette Map mit Schnee voll war, was ich relativ ja, scheiße fand, auf gut Deutsch. Und dann hatte ich eine andere Mod gefunden, da waren halt nur ja, bestimmte Gegenden vom Schnee befallen, sagen wir es mal so. Da lag halt nicht überall Schnee. Das fand ich halt sehr geil, so wollte ich das auch haben. Gefiel mir ganz gut. Problem an dieser Mod war dann aber, dass mir kaum noch Aufträge angezeigt worden sind. Also ich konnte keine normalen Aufträge mehr annehmen. Ich hatte nur noch die Möglichkeit, zur Auswahl standen da irgendwie, ich glaube, drei oder vier
Spezial, also Schwerlasttransporte. Das ist natürlich auch scheiße, wenn die ganzen Aufträge nicht mehr, wenn du keine Aufträge mehr hast praktisch. Ja, und dann habe ich die halt auch wieder runtergeschmissen. Und jetzt habe ich halt so eine Soundmod drauf, wo der Sound verbessert worden ist von diversen Dingen. Unter anderem, ich weiß nicht, ob du das eben eventuell mitbekommen hast, an der Tankstelle. Beim Tanken sind die Geräusche anders. Man hört dann auch am Ende des Tankvorganges, wie. Och, Kollege, fahr doch. Ja, wie er praktisch schon Kleingeld da noch mit hinlegt beim Bezahlen und dann auch, wie er die Tür dann schließt, die LKW-Tür. Ja, dann halt, wenn du zum Beispiel hier über so einen Bordstein fährst und das ein bisschen schneller auch, dann hörst du, wie der Schlüssel praktisch, ja, der Schlüsselbund, wie auch immer, drin im LKW, ja, anfängt so ein bisschen zu klimpern. All sowas halt, ne? Das finde ich schon mal so als Soundmod ganz, ganz geil. Ach, schon wieder hier so eine Scheiße. Dann habe ich eine Mod drinne für originale Firmenlogos, also Firmen, sowas wie DHL und IKEA und was es alles gibt, sowohl für die Fahrzeuge, als auch für, ja, für die Firmen selber, die man halt anfahren kann, wo man Aufträge halt annehmen kann oder halt auch abliefert. Dann habe ich noch ja so ein Real Graphic Mod drin, wo du irgendwie, ja, wo einige Sachen halt so ein bisschen realer dargestellt sind von der Grafik her. Ist halt auch mega geil, auch so mit dem Wasser jetzt zum Beispiel, finde ich, das sieht schon auch cool aus. Genau. Ich weiß gar nicht, was war das noch? Und irgendwas war, hatte ich da, glaube ich, noch drin an Mods. Also einen, glaube ich, noch. Aber was das jetzt ist, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Tankstellen, ja, wie gesagt, Tankstellen auch. Hast halt originale Tankstellen. Namen. Also es gibt schon so ein paar nette Dinger. Ach ja, und auch so ein Ding, eine Mod, wo du ja mehr Inhalte kaufen kannst für für den LKW, für den Innenraum, wo du diverse Sachen kaufen kannst, die du auf dem Beifahrersitz legen kannst. An die Windschutzscheibe und so weiter und so fort. Da sind echt ein paar richtig geile Sachen bei. Unter anderem, ich weiß nicht, ob du das kennst, du kannst ja einen Laptop auf den Beifahrersitz packen. Der ist ja immer ausgeschaltet und bei der Mod ist es dann so, dass der Laptop, den du dir darauf packst, oder es sind halt verschiedene Laptops, die du dir aussuchen kannst, die sind eingeschaltet und die sind halt verbunden mit dem Bordcomputer. Das heißt, du siehst im Prinzip alles, was du jetzt hier bei dem LKW siehst, auf dem Bordcomputer, das siehst du alles mit auf dem Laptop. Also es sind schon, ich muss schon sagen, es gibt schon ein paar nette Mods, die das Spiel noch geiler machen, als es eigentlich eh schon ist. So, und allein so diese, ja, eigentlich Kleinigkeit, aber dass man halt so originale Firmen hat, ne? Sowas wie IKEA, DHL und ich weiß nicht, was da alles gibt. Das finde ich schon sehr geil. Das macht schon viel aus. So. Jetzt Litauen sind wir, wenn ich es richtig gesehen habe. Litauen, ist das Litauen? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ja, du hattest auch Probleme damit, naja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, schade, weil eigentlich diese Wintermod, ich fand das ganz geil. Es sah schon echt nett aus. Aber wie gesagt, wenn dann die ganze Map komplett im Winter ist, das finde ich halt ein bisschen blöd. Das macht dann nicht so richtig Spaß. Und ja, wie gesagt, mit der anderen Mod war es dann halt so, dass wirklich nur bestimmte Teile, sowas wie Schweden, Dänemark und so, das war dann, da hat es geschneit und lag Schnee, aber es gab halt keine Aufträge und das ist, dann auf einmal keine Aufträge mehr wählen kannst, das ist auch für einen Arsch. So, was ist mit dir hier, Kollege? Warum schleichst du so? Aber ich muss auch echt sagen, großes Lob an diese ganzen Jungs und auch Mädels, die Mods herstellen, muss ich schon sagen. Das ist schon, da steckt schon ordentlich Arbeit drin, ne? Ja.
Also ich streame eigentlich ja schon regelmäßig, aber trotzdem spontan. Also ich habe jetzt keine festen Zeiten, wo ich sage, okay, dann und dann findet ein Stream statt oder lade ich ein Video hoch oder wie auch immer. Ab und zu ist es auch so, dass ich halt offline spiele und dann hinterher ein Video hochlade. Entweder schneide ich das dann noch oder ich schicke das im Originalen hoch, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich habe jetzt keine großen Geschichten, wo ich sage, ich plane oder so. Ne? Ich mache das halt auch nur, ja, so Hobby- und Spaßmäßig. Ne? Ich bin jetzt keiner, der Geld verdienen will mit YouTube oder sowas. Oder mit dem Stream. Dafür habe ich auch gar nicht die Zeit. Aufgrund von Arbeit. Momentan ist es so, dass ich ein bisschen mir die Zeit so ein bisschen einteilen kann, ein bisschen mehr frei habe als sonst. Aber normalerweise bin ich schon so in der Regel zwischen, ja, 15 und manchmal sogar 18 Stunden ja, am Tag mit Arbeit beschäftigt. Und da hat man einfach nicht die Zeit zu sagen, okay, ich streame jetzt regelmäßig. Ich habe im letzten Jahr war das noch, da habe ich über Twitch gestreamt. Da auch regelmäßig mit festen Zeiten und so weiter und so fort. Die Twitch-Seite, die existiert auch noch. Aber da bin ich halt ja auch so gut wie gar nicht mehr. Also eigentlich ist das meiste spontan, aber man kann also im Moment noch von ausgehen, dass eigentlich jeden Tag mal was folgt. Entweder halt ein Livestream oder halt irgendwie, dass ich da mal was hochlade. Es kommt halt auch immer darauf an, dass es. Manchmal ist es auch so, dass ich zum Beispiel zocke, wenn ich Besuch habe, irgendwie so ein Kumpel da und sagt, hau mal rein das Ding, lass mal ein bisschen zocken. Und meistens ist es dann, manchmal ist es auch so, dass er dann fährt oder so. Wir unterhalten uns halt ein bisschen dabei und ja, aber dann halt ohne Mikro, ne? Und dann ist es dann so, dass ich das Video dann im Nachhinein auf YouTube hochlade. Also die meisten Videos eigentlich, egal ob das jetzt früher bei Twitch schon war, warum blinke ich jetzt beim Reinfahren, ja, oder auch hier bei YouTube, die Videos eigentlich, die ohne irgendwie Kommentar oder so sind, das sind eigentlich alles Videos, wo ich nicht alleine war und wo halt meistens vielleicht auch ein Kumpel von mir oder so gezockt hat. Aber ich finde es manchmal schon ganz, ganz, ganz cool, so, ne? Auch so ein Livestream oder so, wenn man dann so ein paar nette Jungs irgendwie oder manchmal auch Mädels da mit im Chat hat, so wie jetzt mit dir, wo man dann auch so ein bisschen mit den Leuten quatschen kann, das ist dann schon ganz, ganz cool, wenn man sich so ein bisschen austauschen kann. Damals bei, ja, bei Twitch, da habe ich eigentlich mit der PS4 überwiegend gestreamt über Twitch, mit dem PC ganz wenig. Da war natürlich immer auch extrem viel los, ne? Gerade so zur Anfangszeit von Twitch. Da waren die Chaträume eigentlich immer extrem voll. Und da ist man irgendwie gar nicht so richtig dazu gekommen, den Chatverlauf zu lesen und gleichzeitig zu zocken. Das war schon sehr schwer. Aber im Moment ist es dann doch so, dass ich sage, okay, ich meide Twitch schon ein bisschen. Ich habe da im Moment irgendwie auch gar keinen Bock mehr so auf Twitch, weil. Weiß ich nicht. Danke. Danke, Maulwurf. Ja, wobei ich sagen muss, ich bin momentan auch ein bisschen krank. Vielleicht ist die Stimme deshalb so angenehm, ich weiß es nicht. Ich habe im Moment so seit ein paar Tagen schon ein bisschen mit dem Hals Probleme. Aber du weißt ja, wie das, du weißt ja selber, wie das ist. Man selber mag ja seine Stimme sowieso nicht. Das ist ja, ich glaube, bei fast allen Menschen so, dass wenn die sich selber hören, dass sie sagen, ach du Scheiße.
So, noch 670 Kilometer. Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Woher kommst du? Wie alt bist du? Männlich, weiblich? Keine Ahnung. Oh Mann, ich hasse diesen LKW, habe ich das schon mal gesagt. Das Ding hat einfach keine Power. Drückst das Gaspedal durch, aber die Karre beschleunigt einfach nicht. Es ist zum Heulen. So, wann müssen wir eigentlich da sein? Spätestens Freitag, 7:21 Uhr. Ja, das schaffen wir locker, würde ich mal sagen. Wir haben hier jetzt nur noch 650 Kilometer. Wobei ist auch nicht mehr so viel Zeit, wenn wir ehrlich sind. Das sind noch drei knappe 10 Stunden Zeit, die wir haben. Auf jeden Fall sind wir hier mal auf einer Strecke, auf der ich noch nicht war. Ja, das sieht man hier an der Navigation. Was meinst du gerade mit ich? Fragezeichen. Ist ja ordentlich Verkehr, das kann ja was werden, bis wir hier wegkommen. Obwohl, jetzt nach dem. Komm, gib Gas. Ach, der lässt uns durch, das ist ja noch netter. Vielen Dank, Kollege. Das ist sehr, sehr freundlich. So, die Sonne geht auch langsam unter. Sieht auch sehr, sehr geil aus, finde ich, wie die Sonne da untergeht. Sehr, sehr geil. Genau, woher du kommst, wie alt, männlich, weiblich, hast du Haustiere, hast du ein Haus? Nein. Nein, nicht das alles wollte ich jetzt nicht wissen, aber einfach mal so. Weil an deinem Namen kann man ja jetzt nicht allzu viel ableiten. Also du wirst mit Sicherheit über 18 sein. Aufgrund deines Berufes. Dann würde ich mal tippen, dass du irgendwo so aus dem vielleicht Münchner Raum oder sowas kommst. Ja, überhol du mal, Kollege. Überhol du mal.
Moin, Herr Müller, moin. Ja, ich habe eine Spedition. Ich fahre jetzt allerdings gerade nicht mit meinem eigenen LKW, sondern für eine andere Spedition. Wie gesagt, ich habe eine eigene, ich habe einen angestellten Fahrer momentan. Ich hatte schon mehr, ich hatte allerdings, habe ich vorhin schon mal erwähnt, leider Gottes mein, oder dummerweise irgendwie mein Profil gelöscht. Ja, ich bin zu schnell, ich weiß, Entschuldigung. Genau, hatte ich mein Profil leider gelöscht, daher musste ich nochmal neu anfangen. Ist nicht so schlimm, weil so weit war ich auch noch nicht. Ich war erst, ich glaube, Level 15 oder so war ich, glaube ich, also das geht noch. Aber ja, ich habe auch schon eine eigene Spedition. Herr Müller, danke für dein Abo. Sehr nett. Herr Müller, ich gehe davon aus, du spielst den Euro Truck Simulator 2 auch. So, wir müssen hier. Ach so, meinst du? Nein, ich habe keine Firma von einem anderen aus der Community. Nein, das habe ich nicht. Ich habe nur meine eigene. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur meine eigene, die ich mir gerade versuche aufzubauen. Nee, ich habe bisher auch noch kein Multiplayer gespielt bei dem ETS 2 hier. Immer wenn es mal geplant war, dass ich mal Multiplayer spiele, dann ist irgendwie nichts draus geworden. Vielleicht morgen mal. Vielleicht schmeiße ich das morgen mal an und probiere mal. Multiplayer technisch da ein bisschen was zu reißen. Also ich muss dir dazu ganz ehrlich sagen, ich du müsstest mir von mir ist auch gerne als kannst du mir auch gerne eine private Nachricht schreiben oder so, aber du müsstest mir da so ein paar Infos geben, wie genau das abläuft, weil ich habe hier wie gesagt Multiplayer noch nicht gespielt, habe mich auch noch nicht so damit befasst, weil ich das Spiel jetzt auch erst seit irgendwann, ich glaube Mitte November spiele. Das heißt, dementsprechend bräuchte ich da wirklich erstmal so ein paar Infos. Wie genau läuft das ab? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Pflichten? Und so weiter und so fort. Das wäre für mich erstmal interessant zu wissen. Wie gesagt, gib mir da gerne mal ein paar Infos zu. Und dann wäre... ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ne? Männlich, 31, Hessen, südlich, Examenkrankenpfleger. Interessen. Vom Land kommen und dort Patientenversorgung. Alles klar, Maulwurf, danke. Das waren schon viel mehr Infos. Aber schön, 31 ist auch mal was, was anderes. So die letzten Male, wenn hier irgendwie Leute mal was geschrieben haben, die waren dann irgendwie immer so 14, 15, 16. Herr Müller, was meinst du gerade? Was soll ich machen?
Achso, du meinst dich anschreiben, weil du nicht schreiben kannst, weil du bei Steam noch nichts gekauft hast, ne? Meinst du das? Das ist ja, glaube ich, bei Steam so, ne? Wenn du bei Steam noch nicht gekauft hast, kannst du keine Nachrichten verschicken oder sowas, ne? Ich glaube, irgendwie sowas habe ich da mal gelesen, ja. Ansonsten kannst du mir auch gerne erstmal eine Nachricht hier bei YouTube schicken. Müsste doch gehen, oder? Oder kannst du mir da keine. Ich bin der Meinung, da kannst du bei YouTube, glaube ich, auch private Nachrichten verschicken, oder? Oder liege ich jetzt gerade voll daneben? Also wie gesagt, versuch gerne mir hier bei YouTube eine Nachricht zu schicken, eine private. Ansonsten. Gehe ich nochmal schlafen hier? Nee, wir fahren weiter. Ansonsten schicke ich dir gerne später eine Nachricht bei Steam. Das kann ich machen. Das ist auch nicht das Problem. Und wie gesagt, und dann schick mir da einfach mal so ein paar Infos. Wie genau das abläuft, was da eventuell für Pflichten sind, wie auch immer. Wie gesagt, ich habe da leider noch nicht so die Ahnung. Ja, ich habe Gott sei Dank bei Steam schon mal was gekauft. Wobei ich sagen muss, so die meisten Inhalte kaufe ich eigentlich woanders. Ich hatte nur einmal bei Steam irgendwie ein bisschen was ausgegeben, damit man halt so diese ganzen extra Geschichten wie Privatnachrichten schreiben und so weiter, dass man das halt nutzen kann. Ansonsten kaufe ich die Games oder die Codes eigentlich immer woanders. Weil die sind mir doch über Steam zum Teil wirklich zu teuer. Auch wenn ich mir so die DLC-Packs hier für den ETS angucke, die sind ja bei Steam so extrem teuer. Da gibt es, was weiß ich, ein DLC, das kostet über Steam, zahlst du da. Keine Ahnung, als Beispiel 19 Euro und die kriegst du woanders, kriegst du die für 4,99 € hinterhergeschmissen. Und dann ist natürlich für mich die Entscheidung klar, dass ich lieber diese 5 Euro bezahle, anstatt 20 Euro direkt über Steam, ne? Und es macht ja im Endeffekt keinen Unterschied, wo man sich die DLCs kauft. Hauptsache, man hat sie. Aber Herr Müller, ich schreibe dich auf jeden Fall nachher bei Steam an. Ich habe ja, dein Name steht da ja. Und dann schreibe ich dir da später. Ich denke mal direkt hier, wenn ich hier die Tour fertig habe, dann schreibe ich dir gerne. Dieser LKW kotzt mich so an, Leute, wisst ihr das? So, jetzt ist die Frage, ob ich hier nochmal einen Halt mache. Das Problem ist, bis wann muss die Lieferung da sein? Freitag, nee, 6 Stunden. Das heißt, ich kann keinen Halt mehr machen. Wenn ich jetzt nochmal eine Pause einlege, dann würde ich die Lieferung zu spät abliefern. Heißt dementsprechend für mich, ich muss das Risiko eingehen, Bußgelder zu bekommen für nicht eingehaltene Ruhepause. Aber das machen wir lieber, als die Lieferung zu spät abzuliefern. Dann machen wir das. Dann versuchen wir jetzt durchzufahren. Auf gut Glück, dass alles ohne Strafen funktioniert. Ui, aufpassen. So,
So, fahren wir noch ein bisschen schneller und dann kommen wir auch ein bisschen schneller an. Ankunft geplant laut Navi 7:16 Uhr. Alter Schwede, das wäre ja 5 Minuten vor Ablauf der Frist. Maulwurf, ich fahre nach. Was war das? Ich muss auch noch mal gucken. Ich vergesse es auch immer wieder. Nach Narva, wie du rechts unten jetzt sehen kannst. Zielort Narva. Das ist in. Ah, ich habe schon wieder vergessen. Was habe ich gesagt? Litauen? Ich glaube Litauen. Irgendwo an der Grenze von Russland auf jeden Fall. Direkt an der Grenze, direkt an Russland. Ich vergesse das jedes Mal, meine Routen. Ich glaube, ich werde alt, ich weiß nicht. Was heißt, ich werde alt? Ich bin alt. Das ist ja krass. Also, wie gesagt, wir müssen bis spätestens 7:21 Uhr da sein. Und laut Navi-Ankunft ist 7:11 Uhr. Also, das ist schon. Maulwurf, nein, ich habe bisher noch nicht im Multiplayer gezockt. Ich hatte das zwar immer schon mal vorgehabt, aber ich bin da irgendwie nicht zugekommen. Eventuell will ich morgen mal den oh, ein bisschen schnell unterwegs, den Multiplayer vielleicht mal antesten. Aber bisher noch kein Multiplayer, also zumindest nicht den Euro Truck Simulator noch nicht im Multiplayer gezockt. Klar, andere Spiele schon. Aber diesen noch nicht. Übrigens, das Wetter ist schön, ne? Schöne Sterne am Himmel. So, 355 Kilometer. Das wird auf jeden Fall gleich Bußgelder geben, weil wir die Ruhepause nicht einhalten. 2 Stunden, knappe 2 Stunden müsste ich eine Ruhepause, aber das können wir nicht. Die Ladung müssen wir rechtzeitig abliefern, das ist wichtiger. Da müssen wir halt ein bisschen in die Tasche greifen und die Bußgelder bezahlen. Das ist halt auch schade, ne? Dass man immer praktisch eine komplette Pause machen muss von 9 Stunden. Dass man die nicht irgendwie auch kürzer halten könnte. Okay, kannst du mir nicht empfehlen. Ja, ich habe schon von einigen Leuten gehört und auch bei einigen YouTube-Videos gesehen, dass der. Oh, das riskieren wir jetzt. Eieieiei. Eieieiei. Nicht nachmachen. Sowas nicht nachmachen. das war eng. Nee, ich habe schon gehört und auch gelesen und gesehen bei einigen Videos, dass der. Ja, dass es mit Multiplayer wohl noch nicht so reibungslos klappen soll, wie man sich das vorgestellt hat von Seiten des Herstellers oder Entwicklers. Einige Leute spielen es trotzdem. Ich glaube, es kommt, glaube ich, auch darauf an, auf welchem Server man da ist, ne? Ich habe irgendwas gelesen, dass es da wohl Server gibt, die. Ja, da hast du eigentlich nur so Idioten drauf. Ja, hör auf zu gähnen, ich kann nichts dafür, wir müssen durchfahren. Da ist wohl so Idioten drauf, die eigentlich nichts anderes machen, als ja, als andere Teilnehmer da zu rammen und von der Straße versuchen zu drängen und keine Ahnung, also die eigentlich nicht anständig spielen, sondern einfach boah, so eine Art Frustbewältigung oder sowas machen, ich weiß es nicht. Sowas ist natürlich ärgerlich, das macht dann auch keinen Spaß, ne, da irgendwie Multiplayer zu zocken. Ich würde ihn trotzdem eigentlich ganz gerne mal probieren. Ich glaube, man könnte ja rein theoretisch Maulwurf auch einen eigenen Server aufmachen. Ne? Ich weiß nicht, ob man den einfach so aufmachen kann oder ob man den, ich sage jetzt mal, kaufen müsste. Ob man den bezahlen müsste. Aber wenn man jetzt als Beispiel die Möglichkeit hätte, einen eigenen Server aufzumachen, wo man sich halt die Leute einlädt, mit denen man halt zocken will. Was weiß ich, als Beispiel
Sag ich, komm, Maulwurf, komm mit rauf auf meinen Server. Oder andersrum, lass uns zusammen mal irgendwie ein paar Spritztouren machen. Dann, ja, dann wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Ist die Frage, ob es geht, das weiß ich halt nicht. Also ich habe mich hier bei dem Game noch nicht mit dem Multiplayer beschäftigt. Wahrscheinlich auch schon gleich das erste Bußgeld zahlen dürfen. Aufgrund der nicht eingehaltenen Ruhepause. Wollen wir hoffen, dass uns hier nicht die Cops gleich begegnen. Eine Kirche. Ach Gott, oh Gott, ich fahre die ganze Zeit zu schnell hier. Da guckt man sich die Umgebung hier die ganze Zeit an und merkt überhaupt nicht, dass man zu schnell ist. Ja, sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit. Ich kann nicht. Die Lieferung muss pünktlich ankommen. In Narva. Nächste Pause in 46 Minuten, ja. Maulwurf, ich gehe davon aus, dass du den Multiplayer dann wahrscheinlich schon selber mal angezockt oder getestet hast, wie auch immer. Vor allem interessiert mich mal, wie spielst du denn den Simulator? Zockst du auch über Lenkrad und Pedalen, Gas, Bremse, Kupplung, Schaltung? Nur Lenkrad, keine Ahnung. Wie zockst du? Tastatur. Also ich habe zu Anfang über Tastatur gezockt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, über Tastatur fand ich das... Es ist schon eine Katastrophe irgendwie, ne? Da allein von der Lenkung her ist es halt nicht so optimal, ne? Und dann habe ich mir gesagt, okay. Ich wollte sowieso immer schon Lenkrad und Pedalen haben. Und dann war halt das Logitech G29 ist es, glaube ich. Das war dann im Angebot 50% reduziert, sprich 200 statt 400 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, greifst du zu. Ist optimal, das Ding. Also mir gefällt es sehr gut. Und der größte Vorteil ist halt, man kann es sowohl für den PC als auch für die PS4 nutzen. Und es war eigentlich alles dabei. Also ich finde es super verarbeitet. Pedalen auch alles aus Stahl, also richtig gut, hochwertig. Hast tausende von Knöpfe am Lenkrad. Das ist schon echt optimal, also mir gefällt das Ding wirklich gut. Force Feedback, sprich Vibration, alles mit dabei. Kann ich nur empfehlen. Ja, hör auf zu gähnen. Ich kann doch nichts dafür. Wir müssen durchfahren. Stundenkilometer.
Verstoß gegen die Ruhezeiten. Ja, 280 Euro, die nehmen wir gerne. Kein Problem. Okay, mit Tastatur. Und kommst du gut klar mit Tastatur? Oder ist es schon so, dass du manchmal schon sagst, irgendwie, ah, scheiße, Lenkradpedalen und so, das wäre schon irgendwie geiler. Und auch einfacher von der Steuerung her. Also einfacher ist es definitiv, finde ich. Geiler natürlich auch, keine Frage, ne? Aber ich kann natürlich schon verstehen, aufgrund dieser beruflichen Geschichte und wenig Zeit halt und kein Aufwand und so, aber es ist schon geil. Also ich will es nicht mehr missen, sagen wir es mal so. Ist halt, das Problem ist halt einfach, dass halt, ich sag mal, die billigen, bevor ich mir jetzt irgendwie ein billiges Lenkrad und so weiter hole, ja, dann würde ich entweder, wie gesagt, auf ein teures zurückgreifen, wie ich es jetzt halt gemacht habe, oder halt, ja, oder weiter über Tastatur und Maus spielen, weil die billigen Dinger, die bringen einfach überhaupt nichts. Also ich habe früher schon mal so ein billiges Teil gehabt, für den PC, ich habe dann auch mal billiges Ding für die PS4 gehabt und es bringt überhaupt nichts. Das ist einfach nur für einen, krass gesagt, für einen Arsch. Und ja, und die Geschichten jetzt hier, Logitech ist eine gute Marke, ist Qualität. Maustastatur von mir, alles über Funk oder über Bluetooth ist halt auch alles Logitech. Ich bin eigentlich schon seit vielen Jahren so ein Logitech-Freak. Weil ich weiß eigentlich immer, was ich da habe. Und ich weiß halt auch, dass die einen extrem guten Service haben. Sprich, wenn wirklich mal was mit den Sachen ist, die tauschen dir das sofort um. Und die sind halt auch nicht so, dass sie sagen, okay, schicken sie das zurück. Wir reparieren das und schicken ihnen das wieder, sofern man es reparieren kann. Nein, die schicken dir sofort was komplett Neues. Also wirklich eine Neuware. Und das muss ich, da muss ich Logitech echt loben für sowas. Das machen nicht viele. Ich habe damals auch mal von Logitech für die PS3 war das, glaube ich, noch. Oder war das PS2? Ne, PS3 müsste das gewesen sein. Auch ein Logitech-Lenkrad gehabt mit Pedalen und so weiter, allem drum und dran halt. Das hat dann irgendwann nach, ich glaube, 14 Monaten den Geist aufgegeben. Und ja, dann habe ich Logitech halt angeschrieben, eine E-Mail geschrieben. Und habe gesagt, okay, ich weiß, die Gewährleistung ist eigentlich nur 12 Monate, die Garantie. Ich sage aber, es funktioniert nicht mehr. Ich sage, weder das Lenkrad, also die Pedalen, das funktioniert natürlich schon, aber das Lenkrad reagiert da halt eigentlich irgendwie so gut wie gar nicht mehr. Und ja, ohne irgendwie zu diskutieren oder irgendwas, habe ich ein paar Tage später eine E-Mail zurückbekommen, in dem es hieß, ich soll nur einmal den Bon einscannen bzw. abfotografieren, wie auch immer, also die Rechnung, und nochmal per E-Mail hinschicken. Das habe ich dann auch getan und habe dann direkt am gleichen Tag, ich glaube 2 Stunden später, erneut eine E-Mail bekommen von Logitech, in der dann halt drinnen stand, dass sie mir das Gerät austauschen werden und damit ich halt weiterhin, sofern es halt möglich ist, mit dem, in Anführungsstrichen, alten Gerät noch auf meine Kosten kommen kann, haben die halt gesagt, die schicken mir das neue Gerät zu, also das neue Lenkrad und Pedalen, also komplett halt, und ich solle dann, sobald das bei mir eingetroffen ist, ja, das alte, defekte Gerät zurückschicken. Und das fand ich natürlich mega, ne, weil die meisten, die sind ja so, dass sie sagen, okay, schicken sie uns das alte Gerät zu, das defekte, und sobald das bei uns ist, schicken wir ein neues raus. Und dass die das aber praktisch andersrum machen und sagen, okay, wir schicken ihnen ein neues Gerät. Und sobald das da ist, schicken sie uns das Defekte zurück. Das fand ich natürlich sehr geil, ne? Und das machen wirklich, also kaum irgendwelche Hersteller oder auch Versandhäuser oder sonstiges. Also das finde ich schon sehr, sehr geil. Und seitdem kann ich eigentlich echt nur sagen, von Qualität her, von Service her und so weiter und so fort, kauft euch gerne Sachen von Logitech. Und nein, ich bekomme keine Kohle dafür, dass ich jetzt hier Werbung für Logitech mache und die so gut rede. Aber wie gesagt, das sind halt meine Erfahrungen. Klar gibt es auch Leute, die sagen, nee, Logitech mag ich nicht. Das hat man aber mit allem. Und
Wie gesagt, für mich, ja, Verstoß gegen die Ruhezeit wieder, ich weiß. Aber für mich, wie gesagt, Logitech ist da, steht da ganz weit oben. Das ist schon echt genial. So, genug von Logitech. Die letzten 95 Kilometer. Jo, moin Herr Müller, willkommen zurück. Ah, okay, du guckst mehr Maulwurf, alles klar. Müller, wir waren hier, hatten gerade so das Gespräch, Maus, Tastatur, Lenkrad, Pedalen und so weiter und so fort. Mich würde mal bei dir interessieren, wie zockst du? Also bei dir würde ich jetzt mal tippen, du zockst sicherlich auch mit Lenkrad und Pedalen, oder? Und wenn ja, würde mich mal interessieren, was du für ein Lenkrad besitzt. Welches? So, 65 Kilometer. Ja, ich bin müde. Ja, jetzt fallen die Augen wieder zu. Ich weiß. Ich kann auch nichts dafür. Wir müssen pünktlich ankommen. Oh nein, oh nein, oh nein. Eieieiei. Ja, hör auf zu gähnen. Wir haben es auch gleich geschafft. Warum sagt er denn? Ja, geblitzt, scheißegal. Ankunft 7.33 Uhr. Warum ist die Zeit so nach hinten gerutscht? Das heißt, wir sind zu spät. Das schaffen wir nicht mehr, glaube ich. Oh, mach die Augen auf, Alter. Also wir sind sowieso zu spät. Nein, nicht wieder die Augen zuklappen. Bitte nicht. Lass die Augen auf, Kollege. Na gut, zu spät sind wir eh schon. Schade, aber hilft nichts. Nein. Oh, Kollege. So.
So, wir haben das Ziel erreicht. Wir werden jetzt einfach mal auf Überspringen gehen. Okay, wir sind leider ein bisschen verspätet, aber das geht trotzdem noch. 53.000 Einnahmen. Ja, da freut sich doch das Bankkonto. So, haben wir erstmal. Zack. Jo, okay. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein, Männer. Herr Müller, ich schreibe dir gleich eine Nachricht bei Steam, falls du jetzt noch da bist. Und ja, Maulwurf würde mich freuen, wenn du vielleicht beim nächsten Mal auch wieder mit reinschaust. War ein nettes Gespräch mit dir. Kannst ja, gerne ein Abo da lassen, wenn du Lust hast. Ich werde definitiv morgen auf jeden Fall mit Sicherheit auch einen Livestream machen, vielleicht wieder so um die gleiche Zeit. Wie gesagt, lass gerne ein Abo da, wenn du Bock hast. Und wünsche ich dir einen schönen Abend. Und genau. Und dann sehen bzw. hören wir uns die Tage.